der Nationen ein Marsch der Aktiven. Dabei ist die Zahl fast identisch, 24 Länder waren. Allerdings werden wir nur ungefähr die Hälfte sehen, nämlich 13 Paare, 12 sind bereits ausgeschieden. Denn bei dem anstrengenden 10-Tänze-Programm werden die Vorrunden schon am Nachmittag getanzt. Zwei deutsche Paare dabei, warum? Bei diesen Weltmeisterschaften ist die DDR noch startberechtigt. Recht herzlich willkommen in Köln. Und willkommen gleich zum Paso Doble. Wir sind in der Zwischenrunde, also sind 13 Paare noch mit dabei. Der Paso Doble ist der vorletzte lateinamerikanische Tanz. Sie hören die spanischen, die iberischen Klänge. Und bei diesen Allround-Meisterschaften oder 10 Tänze oder Kombination, da müssen ja 5 lateinamerikanische und 5 Standardtänze getanzt werden. Das ist ein russisches Paar und die Russen im Tanzsport auch enorm. Auf dem Vormarsch allein in Moskau soll es über 2000 Paare geben, natürlich nicht mit dieser Klasse. Und mit der 13, Louis van Amstel, Julie Freier, eine große Überraschung bei diesem Turnier. Und hier noch einmal die Russen, Rauno Ilo und Christina Ilo. Am Anfang nenne ich Ihnen die Namen noch ein bisschen öfter. Später kennen Sie dann die Paare, die Gesichter oder die Kleidung. Hier etwas spärlich in den lateinamerikanischen Tänzen. Hier nicht so. Sie sehen, der Geschmack ist auch da unterschiedlich. Mit der Nummer 20, Eduard Slimak und Maria Stempelova. Eine kleine Zeitlupenstudie, eben von dem Paar aus den Niederlanden. Danke und noch einmal Stierkamp ohne Stier. Ja, Sie wissen, der Paso Doble soll zwar den Stierkampf darstellen, aber die Dame ist nur das rote Tuch. Hier der Matador. Mit der Nummer 25 das deutsche Paar, Frank Knief, Andrea Schulz aus Hamburg. Und mit der 24 haben wir gleich das ehemalige DDR-Paar, Heiko Gerber und Jacqueline Wolter. Sie kommen aus Leipzig. Herbert Schöpf, Beatrix Dander. Aus Innsbruck kommen sie. Er ist Spenglermeister und Glasermeister und trainiert wirklich nur in seiner Freizeit. Oft am Wochenende fliegen sie nach London, um ein paar Nachhilfestunden zu bekommen. Ein sehr gutes Paar. Thank you.
Kölner Sporthalle, gefüllt mit vielen Tanzsportfreudigen. Das hören Sie am Beifall und später an den Zwischenrufen. Und jetzt kommt der Jive, der letzte Tanz der Zwischenrunde. Und warum es so schnell geht? Denn in der Zwischenrunde wird ja geheim gewertet. Sieben internationale Wertungsrichter anwesend. Für Deutschland ist es Günter Mein, der Präsident des Deutschen Tanzsportverbandes. Erst in der Endrunde wird dann offen gewertet. Die Gewerts waren bei den letzten Weltmeisterschaften Zweite. Wim Gewert hat 5 Jahre lang mit seiner Schwester getanzt, jetzt macht er es mit seiner Freundin Inge Hansa. Und wieder die Deutschen, Frank Ried, Andrea Schulz, sie haben besonders Latein jetzt geprobt bei Oliver Wessel-Terhorn, der ja seine aktive Laufbahn beendet hat. Wir werden ihn noch sehen. Das war der Jive erste Runde und jetzt kommt gleich die zweite, auch hier eine kleine Zeitlückenstudie. Ja, da ist Bewegung drin, Boogie Woogie, Rock'n'Roll, all das sind verwandte Tanz- und Sportarten. Noch einmal der Child mit der zweiten Gruppe. Ja, und das sind die kecken Frisuren und die frechen Kostüme, sie ganz in Gold gehalten. Eriko Hento und Helena Aati. Sie kommen aus Finnland. Noch einmal die Leipziger. Viele DDR-Paare hier, bei den Profis herausragend die Jürgens und bei den Amateuren die letzten DDR-Staatsmeister über 10 Tänze hier, Heiko Gerber, Jacqueline Wolter. Ja, das war der Jive der Zwischenrunde. Die letzten 10 Tage haben Frank Knief und Andrea Schulz bei ihm verbracht. Bei Oliver Wessel-Terhorn braucht man nicht vorzustellen, er ist jetzt auch Trainer. Ihr habt hart gearbeitet und ich glaube heute Nachmittag und in der ersten Runde heute Abend hat man schon gesehen, da ist einiges rausgekommen. Die beiden strahlten auch vor Optimismus. Ja, ich glaube schon, der Optimismus ist auch sicherlich gerechtfertigt. Heute Abend ist, glaube ich, alles drin, wenn die Wertung passend läuft, was wir ja alle hoffen. Das Tanzen von den beiden läuft eigentlich optimal. Was mich so gewundert hat, dass Sie mit Ihnen auch Latein gearbeitet haben. Natürlich als 10-Tänze-Weltmeister können Sie das auch, aber Sie sind der Standardmann eigentlich. Sie haben hauptsächlich auch Latein gemacht. Ja, ich arbeite als Trainer vorwiegend im lateinamerikanischen Bereich. Das ist also für mich nicht so ungewöhnlich. Aber gerade in Latein kommt für Frank und Andrea heute Abend drauf an. Wenn sie es schaffen, in Latein das norwegische Paar zu schlagen, dann könnte es nämlich reichen zum Weltmeistertitel. Darum war das besonders wichtig. Und da werden wir jetzt gleich reinschauen. Sie haben fast sang- und klanglos, möchte ich sagen, aufgehört, auch für die Fachwelt. Bei den German Open plötzlich hieß es, Martina und Oliver Wessel-Terhorn beenden ihre so erfolgreiche Laufbahn vom Weltmeister bis zigfachen deutschen Meister. Ist es hauptsächlich der Rücken gewesen? Nein, das ist nicht hauptsächlich der Rücken gewesen. Wir haben 20 Jahre getanzt, wir haben eigentlich alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann. Wenn man ganz realistisch ist, ist das auch so. Und nach 20 Jahren sind wir der Meinung, jetzt sollen auch mal andere vorne ran. Wir haben 2 hervorragende Tänze verloren, aber ich glaube, einen hervorragenden Trainer gewonnen. Danke, Oliver. Danke. Und er hatte noch viel zu bangen an diesem Abend und musste rechnen wie ein Computer.
Wir sind beim Slow Fox Zwischenrunde. Das Paar mit der Nummer 6, Erik Hento und Helena Aati aus Finnland. Bei den Standardtänzen ist es ja ein Bewegungsablauf. Step and Swing, also Schritt, Schreiten, Schwingen. Außer beim Tango, da ist es Schritt und Schritt, Step and Step. Bei den lateinamerikanischen Tänzen haben wir 5 verschiedene Bewegungsabläufe gesehen. Hier angereist aus Kanada, Alain Doucet und Annick Jolocoeur. Wie gesagt, Zwischenrunde, Slow Fox, die erste Gruppe. Immer noch 13 Paare im Rennen, aber es werden nur 6 fürs Finale übrig bleiben. Und da wird gekämpft. Nur darf man beim Tanzen das Kämpfen nicht sehen. Man sollte lächeln, leicht und locker dahinschweben. Dieses Paar macht es ausgezeichnet. Keine Anstrengung, sich anmerken lassen. Standardkleidung kennen Sie die Nummer 25, Frank Lieb, Andrea Schulz. Er hat seinen Lieblingstanz, den Tango, schon hinter sich. Und sie bevorzugt Latein. Da geht die Auffassung ein bisschen auseinander. Aber bei 10 Tänzen, da passt es zusammen. Kommt jeder zu seinem Recht und auf seinen Geschmack. Jetzt wird es ein bisschen schneller, Quickstep. Ebenfalls noch die Zwischenrunde, es ist der letzte Tanz. Und dann fällt die Entscheidung, wer werden die 6 sein, die im Finale sind. Raumgreifend. Der Quickstep, er ist, so sagt man, der Sekt unter den Weinen. Perlen in den langgestreckten Bewegungen, spritzig in den Hüpfschritten. Thank you.
für die letzte Anstrengung. Dann ist wieder eine kleine Pause. Und jetzt muss der Computer ran und muss ausrechnen. 7 Paare leider nicht mehr zu sehen mit diesen 4 Paaren. Das war der ideale Übergang zur spannenden Endrunde. Und jetzt sind wir im Finale. 6 Paare noch vertreten. Ich darf Ihnen die Nationen sagen. Australien, Dänemark, Niederlande, Norwegen und Deutschland. Übrigens kein englisches Paar am Start. Hier haben wir gleich die, wenn man das so sagen darf, die noch amtierenden Weltmeister Kim Riegel und Cecilia Brink. Ein ausgesprochenes Standardpaar, elegant in den Bewegungen und beim langsamen Walzer 30 Takte pro Minute. Er entwickelt sich ja in den 20er Jahren aus dem Boston und deshalb heißt er auch der English Waltz. Und hier ein Konkurrent mit der 25, Frank Knief, Andrea Schulz. Sie waren Dritte bei den letzten Weltmeisterschaften. Mit der 1 Paul Green, Karen Rufus aus Australien. Mit der 2 Wim Gewehrt und Inge Hansard, die 2. der letzten Weltmeisterschaften. Number one. Das ist Paul Green, Karen Rufus aus Australien. 1. 6-mal der 5. Platz. Das ist also ganz eindeutig. Nur ein 4. Platz ist die 5, dabei. 5, 4, 5, 5, 5, 5. Couple number 2. Für das Paar Wim Gewehrt und Inge Hansa. 4, 5, 3, 4, 4, 4. Das ist 4-mal der 4. Platz, ist also auch insgesamt der 4. Couple number 5. Jens Werner, Charlotte 3, Jürgensen aus 3, Dänemark. 3, 2, 2, 3, 3. 5-mal der 3. Platz ist der 3. So einfach ist die Rechnung jetzt noch. Couple number 13. 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Das geht 6. Aber in Ordnung. Das junge Paar, Louis van Amstel und Julie Freier, erst 18, sie ist 19. Couple number 14. Und ganz eindeutig 7 die 1. Mal der 1. Platz. Kim Riegel und Cecilie Brink. And couple number 25. Das deutsche Paar. 4, 2, 2, 4, 3, 2, 2. 4 mal die 2, das ist der 2. Platz. Das ist ein sehr guter Ausgangspunkt für Frank Knief und Andrea Schulz vor dem 2. Tag. Da war die Stimmung richtig gut unten zu sehen. Da sitzen die Herrschaften, die noch einen Schluck dazu trinken wollen. Und oben, das sind die Sportfans, die mit Fähnchen gewunken haben und die Nummern rum. Die Nummer 2 wird Tango Wim gewährt und Inge Hansa. Der ersten Wertung bestimmt nicht zufrieden waren, er der 27-Jährige. Sie leben in England. Bei den Europameisterschaften hatten sie nur den 6. Platz bei den Lateintänzen belegt, das war eine Enttäuschung. Weltmeister hier, sehr schön, das Staccato der Musik, Wechsel, Aktion, Pause. Frank Knief, Andrea Schulz, ich sagte schon, der Tango ist der Lieblingstag vom Brand.
erste Paar wieder Paul Green, Karen Rufus, Australien. Siebenmal der fünfte Platz. Eindeutig Platz 5. Couple number 2. Wim Gewehrt und Inge Hansard. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 6 mal die 4, das ist auch Platz 4 dann. Couple number 5. Jens Werner, Charlotte Jürgensen aus Dänemark. 3, 2, 2, 2, 3, 3. Du hast viermal die 2 vertreten. Sie schieben sich also in diesem Tanz vor das deutsche Paar. Couple number 13. 3, 6, 6, 6. Das ist jedes Mal der sechste Platz für die ganz Jungen. Nur der erste Wertungsrichter Alex McPherson aus Australien hat die 3 gegeben. Das ist das junge Paar hier. Aber wie gesagt, 18 und 19 Jahre alt. Siebenmal der erste Platz. Für den Weltmeister Kim Riegel, Cecilie Brink. And couple number 25. Nochmal 4, 2, 3, 3, 3, 2, 2. Dreimal die 3 und dreimal die 2. Dann kniet Andrea Schulz beim Walzer. Gleich die Weltmeister, links herum. Und hier Einleitung des Kleckers. Wiener Walzer. 1, 6, 6, 5, 5, 6, 5, 5. Viermal der fünfte Platz ist die Majorität. Couple number 2. 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Einwandfrei der vierte Platz an Wim Gewehrt und Inge Hansard aus Couple Belgien. Couple number 5. 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3. Viermal die 3 für Jens Werner, Charlotte Jürgensen, Dänemark. Da entwickelt sich ein Zweikampf mit den Deutschen. Number 13, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 6. Das ist das junge Paar aus den Niederlanden, Louis van Amstel, Julie Freier. Couple number 14. Einmütig, eindeutig wieder. Erster Platz. Für die Weltmeister Kim Riegel, Cecilie Brink. Beide sind 22 Couple Jahre number alt. 25. 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Aber Platz 2, Platz 3 ist schrittig. Wie gesagt, hier Frank Knief und Andrea Schulz sind mit dabei, sehr gut mit dabei. Aber noch im Zweikampf mit der Nummer 5, Jens Werner, Charlotte Jürgensen. Auch das kommt vor, dass man ein bisschen sich im Wege steht, aber das spielt keine Rolle. Ein Zwischenschritt und dann ist die Bahn wieder frei.
Ja, schon überragend, die Weltmeister in den Standardtänzen. Mit der Nummer 14, wie gesagt, Sie kennen sie bereits. 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Der fünfte Platz, Paul Green, Karen Rufus, Australien. Couple number 2. 5, 4, 3, 4, 4, 4, 4. Da geht es ein bisschen durcheinander, aber das ist der vierte Platz. Für wem gewährt und Inge Hansard? Couple number 5. 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3. Fünfmal die 2 für Jens Werner, Charlotte Jørgensen, Dänemark. Der Tanz geht an Sie. Der zweite Platz 14. Im Kampf mit den Deutschen. 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Und es bleibt beim sechsten Platz für Louis van Amstel und Julia Freier, Niederlande. Nummer 14. Und wieder siebenmal der Wie erste erwartet, Platz. Aber auch berechtigt. Klarer erster Platz, Kim Riegel, Cecilie Brent. And couple number 25. 3, 2, 4, 3, 3, 3, 2. Der dritte Platz diesmal für Frank Knief und Andrea Schulz aus Hamburg. Zum Abschluss. Die Weltmeister. Sie können gefreit auftanzen hier nach 4 hervorragenden Standardtänzen. Aufgesetztes Lächeln, ganz natürlich, das ist ästhetisch. Im Tanz soll die Musik umgesetzt werden. Zum Vergleich, die Deutschen, die ja auch Weltmeister werden wollen, Frank Knief, Andrea Schulz. Der Quickstep war das. Und jetzt die letzte Wertung bei den Standard. 5, 5, 5. Also einmütig Platz 5 für Paul Green und Karen Rufus, Australien. Fünfter nach Kappe den Standardplätzen. 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ein bisschen enttäuschend, der vierte Platz für Wim Gewehrt und Inge Hansard aus Belgien. Kappe Nummer 5. 2, 3, 2, 2, 1. 2, 2. Und hier taucht die erste 1 auf für Jens Werner, Charlotte Jørgensen, Dänemark. Die erste 1, die nicht die Weltmeister bekommen. Couple number 13. 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Sechster Platz, Louis van Amstel, Julia Freier, Niederlande. Couple number 14. 1, 1, 1, 1. 2, 1, 1. Eine 2 von Rudolf Baumann aus der Schweiz, dem Wertungsrichter. And couple number 25. 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Einwandfrei der dritte Platz hier. Und das war auch der dritte Platz, aber nur ein Punkt Danke, hinter Paar 5. Jens Werner, Charlotte Jørgensen, aber an der Spitze nach dem Standard. Louis van Amstel und der 5. Jens Werner und Charlotte Jørgensen. Ich fragte den 18-jährigen Louis van Amstel,
was sie bevorzugen und er sagt natürlich Latein. Warum? Weil wir es besser können. Mit der 1 die Australier. Wim gewährt, die Hansa, sie haben auch in England vorher trainiert, mit den Größen, im Tanzsport. Billy Bobby Irving, wer alles da in Südlondon zu Hause ist. 4, 6, 5, 2, 6, 5, 5. Ja, da geht's ein bisschen durcheinander für Paul Green und Ken Rufus aus Australien. Das erschwert natürlich die Mitrechnerei. Das schafft eigentlich nur noch ein Computer. 6, 3, 6, 6, 4, 6, 4. Hier genauso eine große Überraschung. Die Sechsten für Wim Gewehrt und Inge Hansard. Wie gesagt, die Vize-Weltmeister des letzten Jahres. Number 5, 5, 4, 2, 5, 2, 4, 2. Ja, Jens Werner und Charlotte Jørgensen, Dänemark, immer noch im Kampf um Platz 2, 3 mit den Deutschen. Couple number 13, 3, 1, 1, 1, 5, 1, und das ist die 3. Überraschung. Ich meine, die 5, die ist ein Witz, aber der erste Platz für das ganz junge Paar Louis van Amstel Couple und number Julia Freier. 14, die Weltmeister 1, jetzt. 5, hier 3, in den lateinamerikanischen Tänzen 3, nicht mehr 6. souverän. Von 1 bis 6 alle Benotungen, das müsste nicht sein bei einem ganz erfahrenen Wertungsgericht. Aber wie gesagt, der Geschmack entscheidet and auch. Couple number 25. 2, 2, 4, 4, 3, 2, 1. Einmal die 1 sogar dabei für Frank Freudig, der beliebteste lateinamerikanische Tanz der breiten Massen. Ja, bei den Standardtänzen ganz deutlich die Weltmeisterin führt und jetzt ganz unterschiedliche Wertungen. Jetzt musste man schon ganz genau mitrechnen. Wim Gewehrt, Inge Hansard sind zurückgefallen. Werner, Charlotte Jörg, stärker in den Lateintänzen, temperamentvoll, doch kontrolliert, diszipliniert. Sie wissen, sie liegen einen Punkt vor Knief Schulz nach dem Standard. Sechs, fünf, zwei, sechs, fünf, fünf. Ja, Tendenz zum fünften Platz für Paul Green und Karen Rufus, Australien. Couple number two. Sechs, vier, sechs, sechs, fünf. Also das muss sechs, eine Riesenenttäuschung sechs. Sein für Wim Gewehrt und Inge Hansard. Wir haben sie zeitverlangsamt gerade gesehen. Couple number five. Fünf, drei, zwei, fünf. 1, 4, 3. Ja, eine 1 dabei, aber auch zwei Fünfen für Jens Werner und Charlotte Jørgensen aus Dänemark. Couple number 13. 1, 2, 1, 1, 4, 1. Wieder viele Einsen. Günther Meinen gibt eine 2. Sie wurden langsam zum Couple Liebling number des Publikums. 14. Der 18-Jährige mit der 19-Jährigen. 2, 5,
3-3-2-3-4. Und beim Weltmeister wird es ein bisschen enger. Alle Tänze gewonnen in den Standard, aber hier sehr unterschiedlich. 3-4-2-2. Aber Platz 2, Platz 3, umstritten von Frank Knief, Andrea Schulz und Jens Werner, Charlotte Jørgensen, Dänemark, überraschend zurückgefallen. Alle Tänze live begleitet von Günter Noris mit seiner Big Band, den kennen Sie schon. Auch er hatte ein Mammutprogramm, aber er ist ein äußerst präziser Musiker. Beliebt bei den Tänzern, da stimmt der Takt. Was keine Selbstverständlichkeit ist. Die Rumba, der verhaltene Tanz. Ja, ein bisschen angespannt scheinen wir hier schon im Gewehr die Hansa zu sein. So schwache Wertungen gehen dann doch ein bisschen auf die Nerven. Er sagte noch, hier sind eigentlich sehr viele Mädchen dabei. Zum Tanzen gehören Frauen, das heißt die Reife. Und das spricht gerade für die Rumba. Und hier haben wir die Jüngsten, 18 und 19 Jahre alt. Aber sie zeigen doch, eine Rumba von Klasse. Für Paul Green und Karen Rufus, Australien. Couple number 2, 6-5, 6-6, 5-6-6. Wim gewährt, Inge Hansard. Sie kommen gar nicht Couple zurecht mit den lateinamerikanischen five. Tänzen und der Bewertung. 5-3-2, 5-3-4-3. Jens Werner, Charlotte Jørgensen, Dänemark. Couple number 13. 1-1-1. Unsere Youngsters aus den Niederlanden. 1-1. Sechster Platz nach den Standardtänzen. Und jetzt sind sie die 1 in den Lateinamerikanischen. Couple number 14. 3-4-4-2-1-3-4. Hier im Gegensatz zu den Weltmeistern mit ihrer Wertung. Band Couple Number 25. 2-2-3-4-4-2-2. Ah, viermal die 2, das ist der zweite Platz für Frank Knief, Andrea Schulz. Ja, tanzen. Und Platz 2, Platz 3. Das sind unsere Einserkandidaten. Louis van Amsten, ich sage das Alte immer wieder, 18 Jahre, und Julie Freier, denn das ist erstaunlich. Und der Paso Doble, der liegt. Da ist Wim gewährt und Inge Hansard schon ein bisschen eckiger.
3, 6, 5, 2, 6, 5, 5. Ja, fünfter Platz, Paul Green, Karen Rufus, Australien. Couple number 2. 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6. Zweite bei diesen Weltmeisterschaften können sie nicht mehr werden, das ist jetzt schon klar. Den Titel, es Couple ist kein Titel, aber diesen Platz 5. haben sie verloren. 5, 3, 2, 5, 1, 4, 3. Naja, einmal 3. die 5 und einmal die 1. Das ist übertrieben. Jens Werner, Charlotte Jørgensen, Dänemark. Couple number 13. 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1. Ja, die 4 kommt vom Norweger Trondhar. Couple number 14. Sie bedankt sich trotzdem sehr charmant. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 4. Und nochmal die 4 als letztes für die Weltmeister. Ja, and es ist vor dem letzten 25. Tanz gar nichts vorauszusagen. 2, es steht nichts 2, fest. 2, 4, 4, 3, 3, 2. Frank Knief, Andrea Schulz, noch mit Schwerpunkt bei diesen Weltmeisterschaften über 10 Tänze. Und hier die besten Latein an diesem Abend. Louis von Amstel, Juli Freier. Sechste waren sie nach den Standarten. Jetzt sind sie an erster Stelle. Temperamentbündel, aber auch sauber tanzen. Wie weit können sie nach vorne kommen nach dem sechsten Platz? Weltmeister können sie natürlich nicht mehr werden. Das ist logisch, das ist klar. Aber in den lateinamerikanischen Tänzen wird man noch viel von ihnen hören. Es waren ja auch schon dritte bei den Europameisterschaften. Rechts im Hintergrund Knief, jetzt wieder gewehrt. Gewehrt. Enorm zurückgefallen. Ein sechster Platz werden für die Belgier. Sie dagegen mit vorne. Dänemark. So. 3, 4, 4, 5, 5, 5. Hier der fünfte Platz, aber insgesamt könnte es der sechste sein. Belgien 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Wim gewährt der sechste Platz. Hier für diesen Kappe Tanz. Nummer 5, Jens Werner und Charlotte Jørgensen, Dänemark, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 3. Ja, das Kappe ist wahrscheinlich 14, der dritte Platz. Juli Freier, Niederlande, siebenmal der erste Platz. Und damit rücken sie vom sechsten Platz auf den vierten insgesamt nach vorne. Also sie sind vierte bei diesen Weltmeisterschaften. Das von Amst, Julia Freier. 14, Kim Riegel und Cecilie Brink, Norwegen, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 4. So, und trotz dieser Fünfen, das kann man jetzt ausrechnen, 25, Frank Knief und müssten sie Deutschland, 2, um einen 2, Punkt 2, vor Frank 3, Knief, 3, Andrea Schulz 3, liegen, die jetzt 2. noch den zweiten Platz geholt haben, aber ein Punkt fehlt ihnen. Ganz grob zusammengerechnet, 22 Frank. Wir fahren sofort fort mit der Siegerehrung. Ich sage alte und neue Weltmeister. Kim Riegel und Cecilie Brink aus Norwegen. So war es. Mit 22 Punkten sind Sie an der Spitze. Ich weiß nicht, ob es schon Weltmeisterschaften gegeben hat, die noch knapper entschieden worden sind. Denn an zweiter Stelle nur einen Punkt dahinter. So, es geht jetzt erstmal sofort aufs Treppchen und es gibt als erstes. Da fiel Ihnen ein Stein vom Herzen. Tanzsportverbandes überreicht vom Präsidenten des Internationalen Verbandes. Kim Riegel und Cecil Brink, Sie sehen es. So, rauf aufs Treppchen. Vielleicht hatten Sie schon nicht mehr damit gerechnet, Weltmeister zu sein.
Zweite und Vize-Weltmeister wurde das Paar Frank Knief und Andrea Schulz, Deutschland, Silbermedaille. Und auch da stimmte unsere Rechnung mit 23 Punkten, ein Punkt nur hinter dem Weltmeister. Sie haben 7 Punkte aufgeholt nach den Standardtänzen. Sie sind Zweite bei diesen Meisterschaften, eine hervorragende Leistung. So, auch schnell aufs Treppchen. So, an dritter Stelle kann ich Ihnen dann sagen, kam Jens Werner, Charlotte Jörgensen vor dem Paar Nummer 13, also sie sind noch Vierte geworden, Louis van Amstel, Julie Freier. An fünfter Stelle ist Paul Green, Karen Rufus aus Australien mit 50 Punkten und ebenfalls mit 50 Punkten. An sechster Stelle gar Wim Gewehr, Inge Hansa. Das ist der Siegertanz, meine Damen und Herren. Der neue und alte Weltmeister, wie gesagt, Sie tanzen hier eine Rumba. Vielleicht hätten Sie lieber einen Tango getanzt, einen Wiener Walzer. Und das, meine Damen und Herren, das herrliche Schloss Brühl ist ja hier nicht nur weit bekannt. Und dort steht in den Chroniken noch zu lesen, wurden im 18. Jahrhundert glanzvolle Hofbälle abgehalten. Darum wollen vier Paare des Tanzsportclubs Brühl Ihnen ein Tanzzeigen zurückerinnern, unter anderem mit einem Menuett. Und dieses galt damals als königlicher Tanz, der den Höhepunkt eines Festes bildet. Ein Menuett besteht aus drei Teilen. Der mittlere, Trio genannt, durfte damals von den Paaren in der Kunst freier Verzierung und Improvisation getanzt werden. Und von dieser Möglichkeit machen unsere Paare Gebrauch. Sie tanzen nach dem Menuett G-Dur von Ludwig van Beethoven, der TSC Brühl. Was sagen Sie dazu? Cha-Cha-Cha in dieser historischen Kleidung, in diesem Kostüm, ist mal was anderes. Ein hübscher Einfall des TSC Brühl. Eine sehr, sehr hübsche Geschichte, die ist zu früh.